Schau, blenden wir uns für ein paar Minuten aus dieser Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages und schauen noch mal sozusagen auf die Meldung des Tages, nämlich dass sich CDU und CSU ja auf einen Kompromiss in ihrem tagelangen, ja wochenlangen Asylstreit geeinigt haben. Im Wesentlichen ja geht es um die Transitzentren und nun meldet sich FDP-Fraktions- und Parteichef Christian Lindner dazu. Vereinbarungen mit europäischen Partnern wie Österreich und Italien. Genau das wollte ursprünglich die CSU nicht. Die ursprüngliche Position der CSU war ja, reine nationale Maßnahmen umzusetzen, das alte System von Dublin vorübergehend wieder in Kraft zu setzen, an der Grenze zurückzuweisen. Genau das kommt jetzt nicht. Es wird gesprochen von Zurückweisungen aus Transitzonen. Aber was praktisch dann umsetzbar ist, was praktisch wirksam ist, das bleibt völlig im Ungefähren. Es ist also keinesfalls die große Wende, von der CSU-Politiker am heutigen Tag sprechen. Es ist allerhöchstens ein weiterer von vielen noch notwendigen Bausteinen für mehr Ordnung und Kontrolle bei der Einwanderung nach Deutschland. Wir als Freie Demokraten halten an einem europäischen System fest. Wir möchten gerne die Außengrenze der Europäischen Union stärker und besser kontrollieren. Die jetzige Ertüchtigung von Frontex, die geplant ist, reicht uns nicht. Nicht in personeller Hinsicht, auch nicht in rechtlicher Hinsicht. Wir möchten gerne, dass Frontex eine eigene Behörde mit hoheitlichen Befugnissen wird, die also aus eigener Initiative tätig sein kann. Die Agenturen können ja nur auf Anforderung von Mitgliedstaaten wirksam werden. Wir glauben auch, dass wir eher 15.000 oder 20.000 Kräfte dort benötigen als 10.000. Wir möchten gerne in Europa ein vergleichbares System von Standards und Verfahren haben, eine faire Verteilung der Lasten innerhalb Europas. Und damit das möglich ist, wird man nach unserer Überzeugung den Einigungsdruck erhöhen müssen. Deutschland hat seit 2015 die Hauptlast der Migrationsbewegung nach Europa getragen. Die Unzulänglichkeiten des europäischen Asylsystems hat Deutschland nahezu alleine gestemmt. Das kann nicht fortgesetzt werden. Nachvollziehbar haben unsere europäischen Freunde aber eigene Interessen und werden natürlich ihre Politik erst dann korrigieren, wenn es auch in ihrem Interesse liegt. Und aus diesem Grund halten wir die übergangsweise Rückkehr zum alten System für den erforderlichen Hebel, um insgesamt auch mit anderer Verbindlichkeit in Europa sprechen zu können. Die Unionsparteien haben sich darauf nicht verständigen können. Es bleibt also mehr oder weniger in den großen Fragen, die quantitativ entscheidend sind, alles beim Alten nach dieser Entscheidung vom gestrigen Tag. Ganz offensichtlich war der CSU daran gelegen, die Eskalationsspirale, von der sie nicht profitiert hat, jetzt zu beenden. Die Fragen, die quantitativ für unser Land wichtig sind, sind bislang aus dem 63-Punkte-Masterplan von Herrn Seehofer gar noch nicht hinreichend konkretisiert worden, noch gar nicht hinreichend diskutiert worden. Das ist die Frage der Verfahrensbeschleunigung. Übrigens auch diese Transitzonen, über die jetzt gesprochen wird, die sind bislang nicht effektiv, denn die besonderen Aufnahmeeinrichtungen, die wir schon jetzt haben, also die schon jetzt bestehenden Transitzonen, sind quantitativ überhaupt gar nicht ins Gewicht gefallen. Wenn ich es richtig sehe, sind im vergangenen Jahr 188 Fälle aus solchen besonderen Aufnahmeeinrichtungen beschleunigt und verstärkt bearbeitet worden. Das zeigt also, ohne eine Verfahrensbeschleunigung ist das, was jetzt dort verabredet worden ist, für sich genommen bereits wirkungslos. Verfahrensbeschleunigung, besseres Management der Einwanderung muss also eine Priorität jetzt für den Bundesminister des Inneren sein. Wir erwarten, dass es rasch einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz gibt, das klar trennt zwischen dem Asyl, also der individuellen Schutzberechtigung, dem Flüchtlingsstatus, der schnell und unbürokratisch, aber zeitlich befristet gewährt werden sollte, und der qualifizierten Einwanderung in unser Land für Fachkräfte. Dazwischen muss es auch Spurwechselmöglichkeiten geben.
Und wir setzen darauf, dass wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden bekommen. Die Gemeinden dürfen nicht allein gelassen werden mit den wachsenden Integrationslasten auch in ihren kommunalen Haushalten. Viele derjenigen, die als Flüchtlinge gekommen sind, werden in den Hartz-IV-Bezug wechseln. Das ist eine enorme finanzielle Belastung für die Ebene der Städte und Gemeinden. Auch hier muss gesprochen werden, wie dieses Problem gelöst, wie dieses gemanagt werden kann. Wir halten deshalb an unserer Forderung fest, dass Herr Seehofer jetzt möglichst rasch Bund, Länder und Gemeinden an einen Tisch bringt, damit wir einen deutschen Migrationsgipfel bekommen, der diese praktischen Alltagsfragen bearbeitet. Die Länder wissen bislang noch nicht, was überhaupt geplant ist mit den Ankerzentren. Sie wissen nicht, welche Verfahren Herr Seehofer neu installieren will. Es wird auch von der Bundeskanzlerin appelliert an die Länder, sie mögen sich doch jetzt rasch öffnen für Ideen des Bundes. Die sind aber in den Ländern bis dato überhaupt gar nicht bekannt. Also statt die Energie darauf zu konzentrieren, innerhalb der Unionsparteien gegeneinander zu kämpfen und Machtauseinandersetzungen aufzuführen, muss jetzt die politische Energie darauf konzentriert werden, mit Bund, Ländern und Gemeinden zu wirklich praktisch wirksamen Lösungen zu kommen. Das ist ja die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger an ihre Regierung. Wie würden Sie denn den Zustand der Koalition nach diesen Wochen des Streits beschreiben? Und was glauben Sie, wie die SPD, der dritte Partner dieser Koalition, sich verhalten wird? Innerhalb der Unionsparteien gibt es so etwas wie einen Waffenstillstand. Die wesentlichen grundlegenden Werte und Interessensunterschiede, die grundsätzlich unterschiedlichen politischen Ansätze, sind ja nicht aufgelöst worden. Es hat jetzt eine Einigung gegeben aus Einsicht in den großen Schaden, der entsteht durch öffentlichen Streit. Aber es hat ja keine Lösung, keine Übereinkunft, keine wirklich langfristig tragfähige Veränderung in der Sache gegeben. Da bleiben die Unterschiede bestehen. Man wird das sehen daran, wie doch sehr, soll ich sagen, begrenzt in der Wirkung der jetzige Vorschlag ist. Wird man daran sehen, dass nach meiner Erwartung die Sozialdemokraten zustimmen werden. Die SPD wird nach meiner Prognose, so interpretiere ich auch Äußerungen von Frau Nahles, mit wenigen Modifikationen in der rhetorischen Darstellung wird die SPD die Einigung der Union querschreiben, weil es eben nicht eine grundlegende Wende ist und weil das, was jetzt besprochen worden ist, vom quantitativen Umfang und von dem, was beabsichtigt worden ist, nichts zu tun hat mit dem, was 2015 schon mal besprochen worden ist, nämlich alle Flüchtlinge in Transitzonen zu bringen, sondern was jetzt ja beabsichtigt ist, ist eine sehr begrenzte Zahl nur von Grenzübertritten dort zu bearbeiten. Und das wird für die SPD zustimmungsfähig sein. Und das macht deutlich, es hat die große Wende nicht gegeben. Sie haben ja eine europäische Lösung auch betont nochmal. Wenn wir doch künftige Verhandlungen sehen, Sie die Bundeskanzlerin nachhaltig beschädigt? Nein, ich sehe die Bundeskanzlerin auf der europäischen Ebene in ihrer Autorität durch diesen internen Streit nicht beschädigt, denn sie hat ja sich sehr weitgehend mit ihrer Position durchgesetzt. Was halten Sie denn von dem Masterplan in seiner Gänze? Da sind ja noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel haben Sie Hartz IV angesprochen. Da gibt es ja den Vorschlag, dass die Leistung nach Asylbewerberleistungsgesetz nicht nur 15, sondern 36 Monate lang gezahlt werden soll, bevor Sozialhilfe möglich ist. Was halten Sie zum Beispiel davon? Von diesem Vorschlag halte ich herzlich wenig, denn wenn Menschen 36 Monate im Unklaren gelassen werden, ob sie eine Bleibeperspektive in Deutschland haben, ist das keine Frage der Sozialleistungen, sondern eine Frage der Verfahren. Also ich wünsche mir einen Bundesinnenminister, der nicht darüber nachdenkt, die Bezugsdauer von sozialen Leistungen anzupassen an die Länge der Verfahren. Ich wünsche und erwarte, dass die Verfahren so beschleunigt werden, dass es sehr rasch für die Menschen auch eine Bleibeperspektive gibt oder sie in die alte Heimat zurückgeschoben werden. Inwieweit halten Sie denn Herrn Seehofer für beschädigt? Herr Seehofer ist gestartet in die Debatte als Großzampano. Und er kommt aus der Debatte heraus als Däumling.
Einen guten Tag für Sie. Ciao. Tja, ein Däumling. Dieser Satz wird möglicherweise noch überliefert werden. Soweit also der FDP-Vorsitzende Christian Lindner zum Asylkompromiss zwischen den Schwesterparteien. Einen Kompromiss, den der FDP-Vorsitzende allerdings für wenig hilfreich hält und sagt, die große Lösung in der Asylpolitik, die lasse weiter auf sich warten. Ja, mit seiner Kritik steht Christian Lindner wahrlich nicht alleine da. In den Reihen der Chefs der Oppositionsparteien haben sich im Laufe der Nacht und des Morgens auch noch andere zu Wort gemeldet, wie etwa der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, der sagt, der Vorschlag, Transitzentren einzurichten, sei ein Aufguss alter Ideen. Auch der linke Vorsitzende Bernd Rixinger twittert, Transitzonen seien Masseninternierungslager, die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Und auch aus Sicht der AfD kann von einer Asylwende keine Rede sein. Die Gretchenfrage an diesem heutigen Dienstag bleibt allerdings, wie sich die SPD zu diesem Kompromiss verhält, vor allem zu der Idee, Transitzentren einzurichten, aus denen heraus dann bereits registrierte Flüchtlinge in die jeweiligen EU-Länder zurückgeführt werden. Die Chefin der SPD, Andrea Nahles, hat sich ja nach dem Koalitionsausschuss von gestern Abend da sehr zurückhaltend geäußert. Heute um 18 Uhr wird dieser Ausschuss wieder zusammentreten. Und die SPD-Bundestagsfraktion hat sich heute vor Beginn der Haushaltsberatungen um 8:30 zu einer Sondersitzung getroffen. Und daraus hat Andrea Nahles dann im Anschluss an diese Sondersitzung der Fraktion wie folgt berichtet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt eine erste Bewertung vorgenommen. Die CDU-CSU hat sich wechselseitig in den letzten Wochen beschädigt. Sie hat das Vertrauen und Zutrauen in unsere Demokratie beschädigt. Dass sie sich entschlossen hat, wieder zur Sacharbeit zurückzukehren, ist erstmal ein Fortschritt. In der Sache selbst sind wir in der Situation, wo wir die Vorschläge einbetten, erstmal in den Koalitionsvertrag, die Ergebnisse des Europäischen Rates. Und dann ist es eine sehr begrenzte Frage, die gestern Abend zwischen den beiden Koalitionspartnern geeint wurde. Wir haben da eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die Begrifflichkeit Transitzentren aus unserer Sicht nicht hinterlegt ist, wenn man jedenfalls zugrunde legt, dass es sich dabei um Transitzentren handelt, die wir 2015 diskutiert haben, ist das hier nicht derselbe Sachverhalt, nicht dieselbe Gruppe. Und deswegen lehnen wir den Begriff auch ab. Die zweite Sache ist, dass es offensichtlich auch ungedeckte Schecks gibt in dieser Verabredung. Unter anderem ist ja das Binnenverhältnis an der Grenze Deutschland-Österreich und dann Italien eine, die auf einer Verabredung beruhen muss. Damit man überhaupt diesen Punkt 3 der Verabredung umsetzen kann, muss es ein Einvernehmen geben, entweder mit Österreich oder Italien. Beides ist zurzeit nicht hergestellt. Und insoweit bezeichne ich das erstmal als ungedeckten Scheck. Insoweit haben wir also, wie Sie sehen, noch erheblichen Beratungsbedarf. Wir werden uns dafür die nötige Zeit nehmen, werden möglicherweise auch heute noch mal in der Fraktion zusammenkommen, weil wir jetzt nicht alle Wortmeldungen abarbeiten konnten und auch in unseren Gremien beraten. Aber ich möchte noch mal sagen, gut, dass wir jetzt über eine Sache reden, eine Sache, die einen begrenzten Ausschnitt der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik umfasst. Aber wir sind gerne bereit, an dieser Stelle weiterzuarbeiten und dann auch eine abschließende Meinung dazu zu entwickeln. Wann das und wie das erfolgt, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Tja, das heißt, von der SPD steht eine abschließende Meinung, eine abschließende Haltung zum Asylkompromiss der Unionsparteien noch aus. Nach Aussage von Innenminister Horst Seehofer hat er bereits heute Morgen Kontakt gehabt mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz. Er will auch in den nächsten Tagen nach Wien reisen und möglichst heute auch noch mit dem italienischen Innenminister Salvini reden, um über sozusagen bilaterale Rücknahmeabkommen zu verhandeln. Ja, seit 9 Uhr.